Ich war in meinem ganzen Leben noch nie von einem so puren Stolz erfüllt, wie nach Abschluss einer Mission mit euch. Wir haben in den letzten 17 Jahren so viel getan. Wir haben versucht, etwas zu bewirken. Und wir haben uns nie Geld genommen. Du wurdest für dein Land 5-mal angeschossen und kannst es dir nicht mal leisten, deine Kinder ans College zu schicken. Ich habe einen Job für dich. Ich bin Zivilist. Fish, ich brauche einen Piloten. Ich bin gerade Vater geworden. Das könnte euer Leben für immer verändern. Wir können unsere Fähigkeiten endlich zu unserem Vorteil nutzen. Alles klar. Ziehen wir es durch. Wir holen uns Gabriel Martin Lorea, Boss eines der größten Drogenkartelle. Schätzungen zufolge hat er über 75 Millionen Dollar Bargeld. Wenn wir nach eurer Aktion nicht für immer verschwinden, sind wir tot. Nach dieser Nacht wird in eurem Leben nichts mehr normal sein. Ihr müsst euch darüber im Klaren sein. Unser Vorhaben ist kriminell. Alle ins Büro. Sofort. Heilige Scheiße. Scheiße! Die Wächter, sie kommen zurück. Wir müssen verschwinden. Okay, wir können jeder einen Rucksack mit Geld tragen und sind weg. Nein, in dem Van warten ungefähr 100 Millionen Dollar auf uns. Wir überlassen den Scheißwichsern nichts von dem Geld. Was ist die Alternative? Wir müssen schnell und gut schießen. Sowas habe ich nie zugestimmt. Die Zeit ist um, Jungs. Bewegung. Bewegt euch! Wir haben einen richtig scheiß Job gemacht. Das war ein stümperhaftes Desaster. Ihr habt nicht nur Loreas Geld. Es werden euch bald sehr viele Leute verfolgen. Du hast uns angelogen. Wir überwachen jede Stadt. Dann gehen wir durch sie durch. Es wird immer etwas schwieriger, als man denkt. Es ist zu spät, um abzuhauen. Der Bruchlandung heißt, wir sind tot. Lasst das Geld fallen! Erzähl mir die Geschichte. Erzähl mir jede Einzelheit. Ich bin aufgewacht. Aus einem Traum? Einem Albtraum. Wovon handelt er? Und dann? Und dann haben die Jungs und ich uns ums Geschäft gekümmert. Warte, warte, zurück. Du hast was ausgelassen. Schreib dir ein Buch. Sie lebten glücklich bis in alle Ewigkeit. Nein, taten sie nicht, Arthur. Denn zum ersten Mal gibt es etwas, das du nicht weißt. Etwas, das dir niemand erzählt hat. Ihr wolltet eine Prophezeiung? Dies ist eure Prophezeiung. Young man came from hunting, faint and weary. Ich weiß, was für ein Mann du bist. What is that, my lord, my dearie? Ich kenne deine Geschichte. Seht her! Der Mann, der das Schwert aus dem Stein zog! Ich mach diesen Dreck nicht mit. Ihr seid eine ganze Armee. Ich bin allein. Ich werde reden. Ich rede gern. Aber auf keinen Fall werde ich kämpfen. This young man, he died fair soon by the light of the hunter's moon. Shot by bow, yet by blade. Und wie geht's weiter? Du weißt, wie es weitergeht. Du wirst sehr schnell zur Legende. Ich liebe dich. Sag das nochmal langsamer. Ich liebe
Sie sind verhaftet wegen Mordes an Roland Legrand. Ihr habt den falschen Mann. Ich war die ganze Nacht bei ihm. Kommen Sie jetzt mit. Er war bei mir! Das ist ein abgekartetes Spiel. Du vergisst mich am besten. Papillon, oder? Hast du Geld? Solltest du haben. Ohne schaffst du es nicht heraus. Louis Degas. Der Typ ist ein Millionär. Du ziehst eine Menge Blicke auf dich. Ich passe auf, dass dir nichts passiert. Ich brauche nur genug Geld für die Flucht. Sagte der Skorpion zum Frosch. Hier drin sind wir alle Skorpione, mein Freund. Ich weiß, dass einige von euch an Flucht denken. Es steht euch frei, es zu versuchen. Es gibt zwei Wächter, die unentwegt im Dienst sind. Der Dschungel, wo ihr im besten Fall nur verhungert. Oder ihr versucht es über das Meer, wo die Haie immer hungrig sind. Deswegen tun wir unser Bestes, euch zu brechen. Sind herzlich eingeladen. Schmike! In eine Zeit zurückzukehren. Schmike! Seid ihr zu sprechen? Ja. Für jedermann? Ja. Für den Steuereintreiber? Nein. In der Gier gut war. Es war ihres sterbenden Bruders letzter Wunsch, dass sie etwas für seine Kinder tun. Unser Vater, euer Bruder, hatte ein nobles Herz. Welches nicht mehr schlägt. Das Böse. Was bildest du dir ein, ha? Hässlich war. Entlaufene Zöglinge einfangen ist meine Spezialität. Schluck's und sei dankbar. Und das Überleben? Halt, ein Abenteuer. Das ist mein treuer Freund und Reisegefährte. Sein Gesicht ist wie geschaffen für das Drama. Nach Charles Dickens mitreißendem Klassiker. Ich heiße Nicholas Nickleby. Ich bin sein Onkel und selbst ich erkenne in ihm nichts Gutes. Ich würde mein Leben für ihn hingeben. Hatten Sie noch nie, wenn Sie eine Person das erste Mal sahen, das Gefühl, dass in diesem Moment Vergangenheit und Zukunft verschmelzen? Von Douglas McGrath, Autor und Regisseur von Emma. Jamie Bell, Jim Broadbent, Tom Courtney, Alan Cumming, Dame Edna Everidge, Edward Fox, Ramona Garay, Anne Hathaway, Charlie Hunnam, Nathan Lane, Christopher Plummer, Timothy Spall, Juliet Stevenson. Bravo! Extrem unterhaltsam! United Artists präsentiert Nicholas Nickleby. Er ist wahrhaftig ein guter Mensch. Eine Geschichte über nackte Grausamkeit. Sein Ruin ist mir wichtiger als meine Geschäfte. Wahre Liebe. Alles, was gut schien, war bloß Täuschung. Alles außer dir. Schockierenden Verrat. Ich zahle es ihm heim. So lange, bis er vernichtet ist. Euer Fluch hat keine Macht über mich. Und pure Freude. Wie sonst kann ich die Sympathie des Publikums erringen, wenn nicht ein kleiner Mann gegen einen Großen kämpft? Nicholas Nickleby. Es ist ein Familiendrama. Die sind immer populär. Umwerfend, absolut umwerfend. Ich heiße Matt Buckner. Im letzten Frühjahr bin ich von der Harvard-Uni geflogen. Aber das, was ich jetzt lernen werde, hätte mir keine Elite-Uni auf der ganzen Welt beibringen können. Hi! Pete, das ist mein Bruder Matt. Du bekommst einen Honey, wenn du Matt zum Spiel mitnimmst. Und du wirst dich ausnahmsweise mal anständig benehmen. Komm, Schätzchen. Wir machen Folgendes. Wir gehen in meine Geschäftsstelle. Ein Außenseiter entdeckt einen Ort. Ist das sowas wie eine organisierte politische Bewegung oder was? Wo ein Spiel. Die GSE, die Green Street Elite. United! Den Beginn seiner neuen Welt bedeutet. Aber im Wesentlichen geht's hier um den Ruf. Vielleicht lernst du was. Über Soccer? Nicht über Soccer. Lass uns schnell abhauen! Du bleibst schön hier und kämpfst mit uns. Den reißen wir den Arsch auf. Ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Stell dir vor, da ist jemand, den du hast. Sie sagt, dass du dich mit einer Gang rumtreibst. Das ist keine Gang, Dad. Das sind meine Freunde. Ich mag dich, aber du hast keine Ahnung, worauf du dich da einlässt. Du weißt, Pete und seine Schläger sind nicht die Antwort. Hallo, Freunde! Du bist ja sowas von krank! Ich unterrichte Geschichte. Du bist Lehrer? Ja. Wisst ihr, was das Beste daran ist? Nicht zu wissen, dass man Freunde hat, die immer hinter einem stehen, sondern dass man auch immer hinter ihnen steht. Hooligans.